Shadow mit Ableton Live verbunden. Das ist was ich dieses Semester versucht habe zu lernen. Leider bin ich noch nicht ganz durchgestiegen, beziehungsweise es hat sehr viel Zeit gekostet. Und heute funktioniert es leider nicht mit den Lautsprechern, also mit den Boxen. Und darum gibt es heute den Sound über den Laptop. Für Cello funktioniert immer sehr gut ein Hall, was dann so klingt. Und auch ein Delay, was ich auf ein Pedal gelegt habe.
Hallo, ich bin Javier Verduras und ich bin Schlagzeuger. Und dies ist eine kleine Präsentation meines aktuellen Projekts im Digital Artist Lab Seminar. Ich spiele ein Stück, das heißt 24 Loops und wurde von Pierre Jodlowski komponiert. Normalerweise ist es für ein bestimmtes Setup geschrieben, aber ich werde es anders interpretieren. Ich habe versucht, ähnliche Klänge des Schlagzeugset in Alltagsgegenständen und Spielzeug zu finden. Am Ende gibt es eine Improvisation, noch nicht aufgenommen, bei der ich die Mimu Glabs verwende, um die Klangfarbe zu verändern und mit den verschiedenen Klängen zu spielen, die ich vorher aufgenommen habe. Vielen Dank und viel Spaß! Das hier ist mein Aufbau, um mikrotonale Musik zu spielen. Ich habe zwei Keyboards. Die sind beide hier per USB an den Computer verbunden und erscheinen dann hier in meinen beiden Spuren. Also hier ist das Roland und da oben ist das Nord Stage. Und beim Nord Stage habe ich hier einfach die zweite Spur durch den Mikrotuner um 50 Cent nach oben gestimmt, weswegen das ein bisschen höher klingt als das untere. Genau, und der Sound, der wird dann hier vom Computer über die Soundkarte an die Anlage weitergeleitet. Dann habe ich noch so ein paar MIDI-Sachen verbunden, dass ich zum Beispiel mit einem Pedal, dass das für beide Keyboards gilt, und einen Lautstärkeregler eingesetzt. Und das war's dann auch schon. Dann kommt es bei sowas raus.